Herzlich willkommen in unserer Reportage. Wir stellen Ihnen die Neuigkeiten der IFA-Messe in Berlin, die gerade erst beendet wurde, vor. Wir haben die Themen selbst ausgewählt und hoffen, dass Sie auch an diesen Interesse haben. Sie sind herzlich eingeladen, an der Reportage, in der wir Ihnen einige Neuigkeiten der IFA-Messe präsentieren werden, teilzunehmen. Es hat sich herausgestellt, dass die polnischen Unternehmen in der Branche der Haushaltsgeräte eindeutig auf dem Markt tätig sind. Zu diesen Unternehmen gehören Amica und Adler. Wir verfolgen die Tablet-Technologie. Sogar in Haushaltsgeräten können wir diese Technologie wiederfinden. Hier auf dem Stand von Amica haben wir ein ideales Beispiel dafür. Das neue Produkt der Firma erinnert teilweise tatsächlich an ein Tablet. Ja, das ist eine Lösung der Backofensteuerung eines normalen Backofens, eines Pyrolyse-Backofens oder eines Backofens mit Funktion des Verdampfers mit Hilfe eines Tablets. Mit dem 7 Zoll berührungsempfindlichen Bildschirm stellt man alle Funktionen des Backofens ein. Der Bildschirm gibt dem Benutzer die Möglichkeit, zwischen sehr vielen verschiedenen Backprogrammen zu wählen. Man hat Zugriff auf fertige Rezepte, die vom Hersteller bereits vorprogrammiert wurden. Der Benutzer hat auch die Möglichkeit zu interagieren mit Hilfe eines USB-Anschlusses und kann somit auch die Software aktualisieren. Außerdem kann der Backofen-Display mit privaten Fotos ausgestattet werden. Dazu können wir auch Rezepte hinzufügen. Amica zeigt das Gerät zum ersten Mal. Es ist unsere Hauptneuheit auf der IFA-Messe, auf der wir unseren Stand das dritte Mal ausstellen. Das Gerät wurde sehr gut von den Kunden angenommen, da praktisch nur wir eine derartige Innovation in dieser spezifischen Branche haben. Sagen Sie mir bitte, welche Anteile Sie auf dem deutschen Markt haben. Wie viele Produkte verkaufen Sie hier in Deutschland? In Deutschland verkauft Amica seit vielen Jahren nicht nur Backöfen, sondern auch Kühlschränke, Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen. In diesem Jahr haben wir vor, einen ca. 80 Millionen hohen Umsatz zu erreichen. Wir verkaufen ca. 500.000 Geräte jedes Jahr auf dem deutschen Markt. Adler existiert seit 20 Jahren. Auf dem deutschen Markt sind wir seit 5 Jahren. Aber der Verkauf steigt in Deutschland jedes Jahr an. Sagen Sie mir bitte, welches Produkt aus Ihrem Angebot sich am meisten verkauft? Wir verkaufen über 200 Produkte unter der Marke Adler. Wir bieten Küchengeräte, Geräte zur Körperpflege und zum Hairstyling an. Erzählen Sie mir bitte von diesem Produkt. Das ist ein Nahrungstrockner. Er trocknet Gemüse, Obst, Kräuter und Pilze. Er ist für Menschen gedacht, die getrocknete Produkte selbst vorbereiten möchten. Äußern Sie sich bitte zum Thema dieser schwarzen Produktreihe. Diese schwarze Produktreihe, dazu gehören eine Saftpresse, ein Mixer und ein Entsafter. Das sind sehr neue und moderne Produkte für praktische Menschen, die die neuesten Geräte in ihren Häusern haben möchten. Und das Radio? Ist das Radio wirklich neu? Ja, das Radio ist wirklich neu. Von außen sieht es so aus, als ob es alt wäre, aber innen ist es sehr modern. Es ist mit einem CD-Spieler, einem USB-Anschluss und einem MP3-Player ausgestattet. Das ist wirklich ein sehr modernes Produkt. Obwohl das Äußere des Radios sehr altmodisch ist. Jetzt stellen wir Ihnen einige Neuigkeiten vor, die bestätigen, dass wir uns von solchen Geräten wie iPads und Tablets nie trennen werden.
Sie sind der Vertreter von Extreme Mark. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, aber Sie kommen aus Frankreich. Und das Produkt ist wie beim Passepartout natürlich aus Frankreich. Das stimmt. Das Produkt hilft den Kunden, ihr iPad in einen Mini-Fernseher zu verwandeln. Das iPad ist ein Multimedia-Gerät. Zusätzlich hilft der Lautsprecher, das Videoerlebnis beim Anschauen von Filmen zu verbessern. Also ist das iPad wie ein Fernsehgerät. Das iPad kann sowohl als normales Fernsehgerät genutzt werden, wie auch als mobiles Gerät, da es überall mitgenommen werden kann. Und dank der eingebauten Lautsprecher kann der Benutzer den wirklich guten Sound immer und überall genießen. Ich bin sicher, dass dieses Produkt für jeden iPad-Nutzer nützlich sein kann. Aber was ist das hier? Dieses Produkt ist genauso innovativ, weil wir hier die Apple-Technologie AirPlay verwenden, die komplett kabellos ist. Sie ermöglicht dem Benutzer, die Musik und den Sound von den Apple-Geräten direkt an die kabellosen Lautsprecher zu übermitteln. Ich sehe viele interessante Produkte im Angebot von TDK. Was ist das? Im Herbst bringen wir drei neue Produkte auf den Markt. Das erste Produkt ist ein kabelloser und gleichzeitig wetterfester Lautsprecher. Unterwasserdicht auch? Nein, nicht unter Wasser. Aber er ist unempfindlich gegen Regen und Staub. Er ist tragbar und kann sich mit Bluetooth verbinden. Deswegen ist er kompatibel mit den Apple- und Android-Produkten. Kabellos und Apple überall. Genau. Das nächste Produkt ist eher ein Hausgerät. Das ist ein kabelloser Würfellautsprecher. Er spielt den Ton in 3D ab. Die Lautsprecher sind in alle vier Wände eingebaut und er kann sich auch mit Bluetooth verbinden. Und dieser sieht wie ein Radiorekorder aus. Ja, das stimmt. Das Design ist ein bisschen altmodisch. Er ist mit Bluetooth und einem aufladbaren Akku ausgestattet. Man kann ihn überall mitnehmen und mit ihm die Straße entlang gehen und dabei Musik hören. Schauen wir uns die Idee der Organisation einer Messe in der Messe genauer an. Also, was ist ein Reseller Park? Bei der Besichtigung der IFA kann man einer ungewöhnlichen Zone begegnen, die nur für Händler zugänglich ist. Was ist das? Der Reseller Park ist ein Teil des Portfolios der globalen Messe. Ich bin der offizielle Partner der globalen Messe. Diese Konzeption, an welche ich glaube, gibt den internationalen Unternehmern die Möglichkeit, hierher zu kommen und sowohl ihre Produkte als auch ihre Firmen zu bewerben. Natürlich ziehen die Aussteller, die hier sind, viele Gäste an. Deswegen haben wir hier sehr viele Besucher. IFA mag vor allem die Aussteller in Deutschland, dem größten Markt in Europa. Jeder kommt, um neue Produkte und Premieren anzuschauen. Dennoch ist es sehr schwierig, auf traditionellen Ausstellungen viele Menschen zu finden. Einen einzigen globalen Treffpunkt zu besitzen, ist fantastisch. Jeder kann hierher kommen, deswegen mag ich diese globale Messe. Der Reseller Park, das ist eine Konzeption, B zu B zu C. Das bedeutet, dass die Geschäftsleute in erster Linie willkommen sind. Aber auch die Konsumenten können einige Stände besuchen und neue Produkte ansehen. Ich habe die Zusammenarbeit mit dem Reseller Park im Jahre 2003 bei IFA angefangen. Es gab viele Firmen, die sich auf den Kontakt mit Verkäufern, Vertriebshändlern und internationalen Händlern und nicht nur mit deutschen Verkäufern konzentrieren und sich einfach mit Menschen treffen und nicht nur Produkte zeigen wollten. Deshalb sind wir für den Service zuständig. Wir bauen die Stände auf, wir beschäftigen uns mit der Promotion weltweit und bereiten den Catering für unsere Aussteller und ihre Gäste vor. Somit ist es ein sehr bequemer und komfortabler Treffpunkt und Bereich der Zusammenarbeit. Inzwischen ist der Raum weltbekannt geworden und nach einem Jahr kommen alle wieder und wissen schon, wo sie diejenigen finden, die die Geschäfte in der Telekommunikationsbranche führen.
Sie kommen zum Reseller Park, um sicherzugehen, dass sie hier die Menschen treffen, die sie kennenlernen und sehen möchten. Mobile, das ist eine Handyfabrik. Wir bringen unsere Marke gerade erst auf den europäischen Markt und uns gefällt die Möglichkeit, uns im Reseller Park bei IFA ausstellen zu können. Wir haben nur Firmenkunden, an die wir uns richten, denn die IFA ist eine Verbrauchermesse. Der Reseller Park aber ist für Professionelle gedacht, die aus aller Welt kommen, um uns zu treffen. Wir sind das erste Mal im Reseller Park. Wir sind hierher gekommen, um uns mit den Verkäufern, Händlern und unseren Business-to-Business-Partnern zu treffen. Wir haben herausgefunden, dass sehr viele von denen hier hinkommen und somit ist es eine sehr gute Idee, die Treffen hier durchzuführen, anstatt alle Verkäufer und Händler einzeln zu besuchen. Der Reseller Park erleichtert auf diese Weise die Kommunikation. Der Reseller Park ist eine sehr gute Idee des Veranstalters, da uns eine Fläche zur Verfügung steht, wo wir uns alle treffen können und uns nicht gegenseitig zu suchen brauchen. Unsere Firma freut sich, dass sie sich hier ausstellen und Leute treffen kann. Die Reseller Lounge ist gut für jedermann. Der Stand im Reseller Park ist für uns nicht teuer. Im Vergleich zur Miete eines Ausstellungsstandes von 100, 200 oder 300 Quadratmetern wäre es unmöglich, für ein Kleinunternehmen solche Kosten zu tragen. Im Reseller Park ist eine sehr gute Atmosphäre. Da wir uns in einer Telekommunikationshalle befinden, brauchen wir uns keine Sorgen um den Catering-Service und organisatorische Details zu machen. Alles wurde bereits vorbereitet und wir können uns auf unsere Kunden konzentrieren. Wir sind eine Vertriebsfirma und somit sind wir im B2B-Business. Wir heißen diese Firmen herzlich willkommen und haben hier genügend Zeit für sie. Wir sind im Reseller Park, weil wir beschlossen haben, das Konzept B2B2C zu realisieren und den Kontakt zu all unseren Kunden erhalten möchten. Es gefällt uns hier sehr, alles ist sehr gut organisiert und der Catering Service ist auch super. Wir stellen uns im Reseller Park jedes Jahr aus, da wir hier all unsere Kontakte auf einmal treffen können, uns mit Bekannten sehen und Geschäftsmöglichkeiten finden und natürlich unsere Geschäfte entwickeln können. Das erfahren Sie alles in unserem Programm. Sehen Sie sich bitte die nächste Panorama-Branchen mit uns an. Auf Wiedersehen.